Ich freue mich, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und wir fangen gleich an. Es ist ein Gemeinplatz. Das Internet eröffnet universellen Zugriff auf Informationen, erlaubt global zu kommunizieren, erlaubt alles Mögliche in die Öffentlichkeit zu stellen. Aber so wird gesagt, das hat seinen Preis. Wir verlieren unsere Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeit wird zerstreut. Es ist tatsächlich so, ich habe mich selbst beobachtet, 5 bis 10 Mal in der Stunde gucke ich in mein Postfach. Das ist ziemlich viel. Alles dieses ist irgendwie wahr. Was aber extrem problematisch ist, und deshalb stehe ich jetzt heute hier, und das wird mir ein Anliegen sein, ist, dass diese Risiken, die mit dem Gebrauch des Internets und der Digitalisierung verbunden sind, dass diese Risiken unter der Überschrift Verflachung des Denkens laufen. Unmengen von Artikeln rubrizieren oder charakterisieren die Probleme, die wir mit dem Internet haben, in einer kognitiven Hinsicht, mit dieser Chiffre der Flachheit. Und wenn man das tut, macht man Gebrauch von einer Rhetorik, die uns ungemein vertraut ist. Die Rhetorik ist so, dass Tiefgang im Denken gut und Oberflächlichkeit oder irgendetwas zu tun, bei dem wir auf Oberflächen operieren, mehr oder weniger schlecht oder im Grunde genommen ein Tabu ist. Und meine Überlegungen hier in dieser Dreiviertelstunde, die wir miteinander verbringen werden, sind nur ein einziger Versuch, wobei das klar ist, der ist auch einseitig. Es ist der Versuch, Ihnen nahezubringen, dass das Bewegen auf Oberflächen, dass die Erfindung von bebilderten und beschrifteten Flächen ein Motor geistiger Arbeit und kultureller Entwicklung ist, der seinesgleichen sucht. Was Sie also hier zu hören bekommen, wird ein Lob der Oberfläche sein. Denken Sie einen Augenblick nach. Gibt es ein Fußballspiel ohne Ticketverkauf? Gibt es Orientierung im fremden Terrain ohne Benutzung von Karten? Können Sie Zug fahren ohne Ticket? Ist Wissenschaft denkbar ohne Graphen, Tabellen, Schriften und Diagrammen aller Art? Was ist mit der Kunst? In dem Moment, wo die Musiknotation gebraucht oder das Ballett die Choreografie kennt, im Grunde genommen zieht sich von der Höhlenmalerei bis hin oder über die Hauttätowierung, über die Erfindung von Bildern, Schriften, Ornamenten, Graphen, Diagrammen aller Art, bis hin zum Computerscreen und zum Smartphone eine Entwicklung, in der wie ein roter Faden sich etwas durchsetzt, das ich die Kulturtechnik der Verflachung nennen würde. Sie ist nicht das letzte Wort, das merken wir an Siri und Alexa. Es gibt also wieder eine Entwicklung weg vom Screen.
das ist völlig klar, aber darüber werde ich heute Nachmittag nicht reden, sondern das, was mich interessiert, ist diese Frage: Worauf eigentlich beruht das Geheimnis einer produktiven, schöpferischen Kraft, die in dem Einsatz zweidimensionaler, beschrifteter und bebilderter Flächen beruht? Und ich muss sagen, ich bin Philosophin. In der Philosophie ist es völlig selbstverständlich, dass die Philosophin tiefgründig zu sein hat. Während also das, was so im Alltagsgeschäft vonnöten ist, immer schon in der Philosophie als eine Art von Verflachung gilt. Andererseits, obwohl das jetzt heute nicht mein Thema ist, es gibt diese berühmte Geschichte, Sie werden sie auch kennen, Thales, der Philosoph und Mathematiker, geht, guckt in den Sternenhimmel und fällt in den Brunnen. Die thrakische Magd lacht, und zwar sagt sie dazu auch etwas. Sie sagt, er will erfahren, was am Himmelszelt ist und sieht noch nicht mal, was vor seinen Füßen liegt. Und auch Platons berühmtes Höhlenbeispiel ist nicht ein Plädoyer für den Tiefgang, sondern ist ein Gleichnis, in dem Wahrheit dadurch erworben wird, dass man den Ausgang aus der Tiefe hin zur Oberfläche, die im Licht liegt, sucht. Gut, meine grundlegende Frage ist also jetzt an erster Stelle, was überhaupt ist das Geheimnis der Produktivität und der Kreativität, der Verflachung? Wir leben tatsächlich in einer dreidimensionalen Welt und sind umgeben von bebilderten und beschrifteten Flächen. Ich glaube, ich brauche keine Beispiele mehr zu nennen für die wirklich Allgegenwart der flächigen Inskriptionen und Bildern. Selbst bis hin die Fragen unserer sozialen Identität. Denken Sie an Geburts-, an Sterberegister, an Pass-, an Personalausweis. Selbst diese Fragen vom Papiergeld ganz zu schweigen, die ins Innerste von Ökonomie und Politik reichen, sind immer irgendwie vermittelt mit der Arbeit und der Einsatz mobiler, bedruckter oder bebilderter Flächen. Und die erste Frage, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ist tatsächlich, warum? Was ist der Vorteil? Denn ganz offensichtlich ist der Übergang von der räumlichen Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität doch ein Verlust an Dimensionalität. Und deshalb als erstes eine sehr grundlegende Erklärung. Mein Körper strukturiert diesen Raum rechts, links, vorne, hinten, oben, unten. Das war der Philosoph Kant, der gesagt hat, drei senkrechte Achsen machen unser Raumempfinden aus. Aber das, was hinter mir liegt, kann ich nicht sehen. Wir denken jetzt mal nicht an Rückspiegel und ähnliche Erfindungen. Und ich kann es auch nicht kontrollieren. Das heißt also, die Erfindung einer Fläche, die beschriftet und bebildert ist, schafft mir den Sonderraum einer zweidimensionalen Räumlichkeit, in der ich wie in der Vogelflugperspektive etwas überblicken und vor allen Dingen, in der ich auch manipulieren und etwas entwerfen kann. Eins allerdings ist ganz wichtig, es gibt natürlich keine Fläche. Also die Ebene ist ein mathematischer Begriff. Aber wir behandeln etwas so, als ob es flach sei. Die Frage ist also, und ich will das jetzt ganz einfach ich will Ihnen zuerst nochmal fragen, alles, was es überhaupt gibt und alles, was es noch nicht gibt, also Entwürfe technischer und architektonischer Art und sogar unmögliche Objekte, können wir in die Zweidimensionalität projizieren.
Sie wissen, ein solches logisch unmögliches Objekt könnte niemals konstruiert werden. Aber wir können es zeichnen. Das ist übrigens meine liebste Gebrauchsanweisung, die toppt sogar noch die IKEA-Möbel-Zusammenstellung. Ich will Ihnen zuerst mal dieses Bewusstsein dafür, dass es im Grunde genommen, das ist uns ja so selbstverständlich, dass wir zeichnen und schreiben, dass wir normalerweise nicht mehr reflektieren, was wir durch diese Art von Handeln an und mit dem Papier, so sage ich es mal der Einfachheit halber, oder dem Screen tatsächlich gewinnen. Ich will jetzt einmal versuchen, diese Produktivkraft, von der ich geredet habe, durch zwei Beispielen Ihnen näher zu bringen. Überlegen Sie einmal, 19.798 und 16.601, wenn Sie diese Addition rechnen sollen und Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Rechenaufgabe anzuschreiben, also auf Papier zu notieren, werden Sie mental, also im Kopf, kaum möglich, Ihnen kaum möglich sein, das zu errechnen. Sie alle kennen, hoffe ich zumindest noch, unser dezimales Positionssystem, in dem durch einfaches Untereinanderschreiben, und jetzt sehen Sie, Zweidimensionalität ist wichtig, durch einfaches Untereinanderschreiben es möglich ist, komplexe rechnerische, mathematische Aufgaben zu lösen. Aber was machen Sie eigentlich, wenn Sie mit diesen Ziffern rechnen? Versuchen Sie einmal, diese Zahlen in römischen Ziffern anzuschreiben. Sie werden merken, das klappt nicht als eine Operation mit Papier und Bleistift. Die Römer mussten, wie vor ihnen bereits die Griechen, einen Abakus oder auch ein Rechenbrett, also einen dreidimensionalen Gegenstand einsetzen, um überhaupt solche komplexen Operationen rechnerisch zu bewältigen. Erst die Verschriftlichung des Rechnens im dezimalen Positionssystem hat uns überhaupt in die Lage versetzt, das Rechnen mit hohen Zahlen zu einer allgemeinen, populären, von Schüler lernbaren und von Lehrer lehrbaren Kulturtechnik zu machen. Das ist jetzt kein schwarzes Loch, sondern soll nur ein kleiner Abschnitt sein. Sie spüren schon, bereits mit dem einfachen Vorgang, in dem komplexe Operationen mit Zahlen auf die Fläche projiziert werden und es Regeln gibt, um auf dieser Fläche tatsächlich etwas Zeichen zu verändern, bereits damit machen wir die Erfahrung, dass auf eine völlig neue Weise mathematische Kompetenzen gleichsam zu einer Fähigkeit werden, die jeder Mann und jeder Frau beherrscht. Es ist auch kein Zufall, dass im Anschluss an das dezimale Zahlenrechnen die ersten Rechenmaschinen entwickelt worden sind, die mit Zahnradstellungen arbeiten. Wir sehen also, wir kommen darauf zurück, dass die Verflachung des Rechnens auf dem Papier unmittelbar führt in die Mechanisierung und auch Automatisierung des Rechnens. Komme jetzt zu einem anderen Beispiel. Denken Sie an die Karten. Ich meine jetzt die Landkarten, die Netzpläne des Verkehrs. Überhaupt keine Frage, dass eine Landkarte verflacht. Aber durch diese Verflachung gewinnen Sie die Möglichkeit, wenn Sie sich indexikalisieren können, also wenn Sie die Fähigkeit haben, sich in einen Punkt innerhalb der Karte zu lokalisieren, sich dann in einer völlig fremden Stadt oder einem fremden Land Ihre Route finden und sich orientieren können. Das heißt also, der Gebrauch von Karten macht es Ihnen möglich, sich in einem Gebiet zu bewegen, das Ihnen unvertraut und fremd ist.
Die imperialen Folgen dieser Kartentechnik sind klar. Ich will auch daran erinnern, Sie kennen das, Gerhard Mercators erste Weltkarte. Das Besondere an dieser Karte ist, dass mit ihr es möglich ist, auf dem orientierungslosen Ozean zu navigieren, alleine durch eine Interaktion von Kompass und Karte. Denn die Loxotrome, das sind spiralische Sphären um den Planeten herum, werden dort als Geraden bearbeitbar. Gerhard Mercators Karte liegt heute noch sowohl den Luft- wie auch den Schiffskarten zugrunde. Aber wie Sie alle wissen, die Kritik am eurozentrischen Bild, das diese Karte entwirft, entwickelte sich bald. Andererseits ist es völlig klar, dass sie niemals etwas, das dreidimensional ist, ohne Verlust abbilden können in die Zweidimensionalität. Der Verlust in Gerhard Mercators Karte ist die Flächengleichheit. Das heißt, es gibt keine Flächengleichheit zwischen dem, was diese Karte Ihnen zeigt, und der realen Ausdehnung von Flächen. Ich zeige Ihnen hier eine von Arno Peters, der versucht hat, eine flächentreue Karte zu entwickeln. Doch mit dieser Karte könnten Sie niemals ein Schiff erfolgreich über den Ozean navigieren. Wir sehen also die Kulturtechnik der Verflachung, die immer ein pragmatischer Gewinn ist. Wir können mit Hilfe der mobilen, beschrifteten, bebilderten Fläche etwas machen, das uns vorher nicht zu Gebote stand. Diese Kulturtechniken haben immer auch ihren Preis. In diesem Falle ist keine Winkeltreue gegeben. Das heißt, Arno Peters Karte zeigt zwar die realen Ausdehnungen der Flächen, der Kontinente, aber nicht unter den Bedingungen der Winkeltreue von Längen- und Breitengrad. Jedenfalls, lassen wir das jetzt, diese Beispiele so stehen und versuchen uns nur noch einmal klar zu machen. Die These ist, dass mit der Kulturtechnik der Verflachung, die in unendlich vielen verschiedenen Facetten am Werk ist, dass mithilfe dieser Kulturtechniken ein zweidimensionaler Raum der Kontrollierbarkeit, man kann auch sagen der Macht, geschaffen wird, die es möglich macht, Handlungen auszuführen. Das können Rechenprozesse genauso sein wie imperiale, wie Kriege und wie imperiale Inbesitznahmen. Jedenfalls Handlungen auszuführen von solcher Komplexität, wie sie ohne Gebrauch dieser Kulturtechnik der Verflachung nicht möglich wären. Die Frage ist, das ist jetzt wie gesagt noch ein sehr kursorischer, sehr allgemeiner Überblick gewesen. Die Frage ist, wie hängt denn jetzt dieser produktive, schöpferische Einsatz bebilderter oder beschrifteter Flächen zusammen mit der Digitalität? Ich habe das schon angedeutet, es ist überhaupt keine Frage, dass alles, was zuvor als eine Struktur auf Papier in einer relativ klaren und eindeutigen Weise entwickelt worden ist, im Prinzip auch auf eine Maschine übertragbar ist. Es gibt irgendwo eine Affinität, ich sage das mal, zwischen der Papiermaschine, die ich bilde in dem Moment, wo ich schriftlich eine Rechenaufgabe auf Papier löse, und dem Taschenrechner und dem Computer und den mechanisierbaren Rechenprozessen. Es ist auch kein Zufall, dass die Indexikalisierung auf der Karte, die heute durch GPS-Systeme global übernommen ist, in einem unmittelbaren Wechselprozess steht.
Ich möchte aber jetzt nicht die Frage in dieser Richtung verfolgen, sondern Sie noch mal auf einen etwas veränderten Aspekt aufmerksam machen. Fragen wir uns einen Augenblick noch mal, was Digitalität eigentlich heißt. Und ich würde vorschlagen, wohl wissend, wie komplex und kompliziert so etwas wie eine Bestimmung von Digitalität ist, würde ich gleichwohl ein rudimentäres Konzept von Digitalität vorschlagen. Und das besteht darin, dass ein kontinuierlicher Prozess, welcher Art auch immer er sei, in Einzelelemente zerlegt wird, auf die ich dann, wir sagen dazu arbiträr, also das Fremdwort, auf die ich jetzt sozusagen einen eigenständigen Zugriff habe. Ein Kontinuum wird aufgespalten, diskretisiert, in Einzelelemente zerlegt und dann kann ich auf die einzelnen Elemente, je nachdem, was ich machen möchte, zugreifen. Wenn man diese Optik des Digitalen einnimmt, es ist natürlich ebenfalls wieder nur, ich habe die Codierung jetzt ganz draußen gelassen, es ist wieder nur eine Facette. Aber wenn man diese Optik einnimmt, dann wird einem mit einem Mal klar, dass das Alphabet, in dessen Geiste, in Anführungszeichen, wir mehr oder weniger alle sozialisiert sind, dass dieses Alphabet im Grunde eine Vorstufe der Digitalisierung bildet. Denken Sie daran, dass zum Beispiel, wenn gesprochen wird und dieses Sprechen, das ja ein Kontinuum in der Zeit ist, das übrigens auch keine Abstände zwischen Buchstaben sowieso nicht, also zwischen Phonemen, aber auch nicht zwischen Worten und noch nicht mal zwischen Sätzen kennt, sondern ich mache eine Pause beim Sprechen, wenn ich Atem holen muss. Wenn dieses Sprechen im Schriftbild diskretisiert wird, dann ist es offensichtlich so, und das ist in den Bleilettern des Buchdrucks und in der Tastatur ganz besonders eingängig, dann ist es offensichtlich so, dass wieder ein analoger, kontinuierlicher, sich in der Zeit vollziehender Prozess in Einzelelemente aufgespalten wird, die dann wie im Setzkasten des Buchdruckers auch neu kombinierbar sind. Nur nebenbei will ich noch mal klar machen, dass der Umstand, dass Sprache verschriftet wird, uns plötzlich einen völlig neuen Blick auf die Sprache erlaubt. Denken Sie mal dran, dass wir Groß- und Kleinschreiben, dass wir Satzzeichen kennen, dass wir also im Grunde genommen die Grammatik der Sprache erst in der Schrift zur Anschauung bringen. Aber ich will diesen Gedanken jetzt gar nicht weiterverfolgen. Mir genügt, dass nur dieses Wechselverhältnis Alphabetisierung heißt, einen analogen Prozess in Einzelteile zu zerlegen. Und das Wesentliche daran, und das wäre das Zweite, ist, dass das Alphabet, das mir übrigens als eine Frühform der Digitalisierung gilt, dass das Alphabet vor allen Dingen deshalb einen Siegeszug angetreten hat, wenn man das mal so sagen will, in weiten Teilen unserer Kultur, weil es sich als eine Ordnungsform bewährte. Denken Sie an Telefonbücher, an Handbücher, Enzyklopädien, Lexika und so weiter und so fort. Das heißt, von Anbeginn der alphabetischen literalen Kultur ist das Datenbankprinzip wirksam geworden. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass Sie eine große Anzahl von einzelnen Informationsstücken haben, Namen, die im Telefonbuch stehen, die Wörter einer Sprache, und dass es durch das Alphabet möglich wird, diese dann sozusagen so zu ordnen, dass sie einen Zugriff haben. Das heißt also, das Alphabet ist eine der frühesten Formen, in denen ein Datenbankprinzip, und zwar lange
vor der Computerisierung, gleichsam mit der Entwicklung der Gelehrtenwelt in der frühen Neuzeit, dass mit dem Alphabet ein Datenbankprinzip sich herausbilden konnte. Und denken Sie noch eine Stufe weiter, und ich komme jetzt zu so etwas wie dem Binäralphabet, das Leibniz erfunden hat. Da ist nochmal meine Folie. Hier sehen Sie das Manuskript, mit dem der Philosoph Leibniz die Dualzahlen an der linken Seite eingeführt hat. Übrigens ein schöner Hinweis, sein Dualzahlenalphabet war zur damaligen Zeit absolut unverwertbar. Es ist also ein schönes Beispiel dafür, wie Forschung als Grundlagenforschung zu Ergebnissen führt, die dann oft erst Jahrhunderte später ihre Fruchtbarkeit erweisen. Was aber wesentlich ist, ist, dass mit dem Binäralphabet, Leibniz hat tatsächlich das Wort Alphabet in diesem Zusammenhang auch eingesetzt, dass mit dem Binäralphabet klar wird, dass das Alphabet immer schon in unserem Kulturraum mit dem Zahlen eine Liaison eingeht. Es ist also nicht diese Diskretisierung, die die Wurzel des Digitalen bildet, ist auf keinen Fall auf die Buchstaben des Alphabets zu begrenzen, sondern schließt selbstverständlich die Ziffern und insbesondere das dezimale Positionssystem mit ein. Wir bewegen uns, wenn man so will, in der Ursprungsgeschichte des Digitalen in einem alphanumerischen Textraum. Ich habe bisher vor allen Dingen versucht, klarzumachen, worin die Produktivkraft tatsächlich besteht, die mit dieser Kulturtechnik der Verflachung, wenn wir sie jetzt mit dem Alphabet in Zusammenhang bringen, wie das zu begreifen ist. Und ich würde jetzt gerne und bin damit ja eigentlich auch schon in der letzten Runde meiner Überlegungen, weil ich gerne mit Ihnen über dieses Phänomen auch noch diskutieren würde. Ach, ich möchte aber noch eine Sache, entschuldigen Sie, will ich noch nachtragen. Ich glaube, weiß jetzt gar nicht genau, ob da jetzt noch eine Folie da ist, aber ich sprach davon, dass unser alphabetischer Raum, aus dem die Digitalität erwächst, ein alphanumerischer Raum ist. Ich habe Sie ja auch daran erinnert, dass man mit römischen Ziffern nicht schriftlich rechnen kann. Unser, in Anführungsstriche, dezimales Positionssystem ist ein Ziffernsystem, das in Indien erfunden wurde von indischen Mathematikern und das islamische Gelehrte, in diesem Fall der Gelehrte Al-Chwarizmi, nach Europa brachten. Al-Chwarizmi wurde latinisiert zu Algorithmi Dixit. Al-Chwarizmi hat gesagt, und Leibniz hat diese Wendung, die sich in einem Manuskript findet, mit dem Al-Chwarizmi das Rechnen mit den indischen Ziffern gelehrt hat, Leibniz hat dann zum ersten Mal diesen Begriff, diesen Eigennamen Al-Chwarizmi als Begriff Algorithmus zu einem Konzept für Rechenregeln, die auf Zeichenmanipulation beruhen, verallgemeinert. Also es ist ganz wichtig für die Ursprungsgeschichte der Algorithmik und des Digitalen zu sehen, dass sie von Anbeginn, wenn man so will, ein okzidental-orientales Interaktion gewesen sind. Zumindest das dezimale Positionssystem ist ein Geschenk des Orients an den Okzident, und die Evolution des handelskapitalistischen Europas wäre undenkbar gewesen, ohne die Fähigkeiten, die mit der Verschriftlichung und der Verflachung des Rechnens in Form von Buchhaltung möglich sind. Ich glaube, die Medici waren die Ersten, die nicht mehr römische Ziffern, sondern die indisch-arabischen benutzten. Aber ich finde diese Geschichte des Alphanumerischen, die zugleich eine ist, in der Orient und Okzident zusammenwirken, ungefähr wichtig, denn es gab einen Kulturkampf. Die katholische Kirche verbot die Verwendung des Nichts,
der Null, das Vakuum. Und es hat einen langen, tatsächlich jahrhundertewährenden Kulturkampf gegeben zwischen römischen Ziffern, die bekanntlicherweise bei der 1 beginnen und weder Null noch negative Zahlen kennen, und eben dem dezimalen Positionssystem. Und wie gesagt, es war der Handelskapitalismus, der diesen Kulturkampf schließlich entschieden hat für unser Ziffernsystem. Eines aber, und das ist mir jetzt wichtig, kann man daran extrahieren und lernen. Man hat mit der Null jahrhundertelang gerechnet, ohne zu wissen, wie man die Null zu interpretieren habe. Denn wie kann denn etwas Zahl sein, das nicht abzählbar ist, das ein Nichts verkörpert? Erst als George Boole mengentheoretisch Zahlen reflektierte, kam er auf die Idee der leeren Menge und damit auf eine konsistente Interpretation der Null. Aber was wir lernen können, ist, dass das Rechnen, also das Manipulieren von Ziffern auf dem Papier, nicht mehr gesteuert ist durch die Bedeutung der Zeichen, sondern es handelt sich im Grunde genommen um einen Prozess der Mustertransformation. Und damit spüren Sie schon, Muster sind etwas, das auf Oberflächen sichtbar wird. Hätten Sie Tabellen vom kleinen 1 und 1, 1 minus 1, 1 plus 1, 1 durch 1, Tabellen vor sich liegen und kriegen jetzt eine Aufgabe der elementaren Arithmetik, dann könnten Sie diese Aufgaben korrekt lösen, ohne überhaupt zu wissen, dass Sie jetzt mit Zahlen arbeiten und nicht nur Ornamente regelhaft umformen. Was wir also lernen können über die Kulturtechnik der Digitalisierung bis zu diesem Punkt, an dem wir im Moment im Vortrag sind, ist, dass diese Kulturtechnik zeigt, dass komplexe, wirklich komplexe und komplizierte geistige Operationen genau dadurch ausführbar werden, dass man sie ablöst von Prozessen wie Sinn, Interpretation und sogar in gewisser Weise vom Bewusstsein. Würde es dieses Phänomen nicht geben, und es ist eigentlich das Kernphänomen der Verflachung, geistige Prozesse, ich sage es mal provokant, auf möglichst geistlose Weise auszuführen, würde es diesen Kernprozess nicht geben, wäre eine Computerisierung von Teilbereichen, die auch unendlich weit gehen können, des geistigen Arbeitens undenkbar. Jetzt aber interessiert mich eines: Was geschieht eigentlich, wenn die Fläche des Papiers, die wir beschreiben oder bebildern, elektronisch vernetzt wird? Mein Argument vorher war, dass es explizit dieser Prozess der Dimensionenverflachung, also der Amputation der tiefen Dimension ist, die diese Schöpferkraft der Manipulation auf flächigen Gegebenheiten freisetzt. Jetzt aber scheint mir ein Punkt gekommen zu sein, der die folgende seltsame Konstellation enthält. Vor dem Screen sitzen weiterhin Nutzerinnen, die Zeichen lesen, manipulieren, Botschaften posten und so weiter und so fort. Hinter dem Screen allerdings entwickelt sich rhizomartig ein Universum interagierender Protokolle, Maschinen, Algorithmen und so weiter und so fort, die in keiner Weise mehr überschaubar und erst recht auch nicht mehr kontrollierbar sind. Auf eine interessante und vielleicht auch bestürzende Weise kommt das Nichtwissen, das Unerkennbare, das, wie Klaus Piast das gesagt hat, das Geheimnis wieder und bedingt den Erfahrungsraum, in dem wir uns bewegen und mit dem wir uns fortbilden. Die Phänomene sind Ihnen wahrscheinlich unter Umständen besser bekannt als mir selber. Mit jeder Software, die wir einsetzen,
ist eine virtuelle Maschine verbunden, die von denen, die diese Software benutzen, nicht mehr einsehbar ist. Dass im Rahmen der Methoden des Deep Learning induktiv aus Datensätzen etwas gelernt wird seitens der Algorithmen, von dem noch nicht einmal mehr die Erschaffer, die Konstrukteure der Algorithmen wissen, wieso dieses Resultat, diese Optimierung des Algorithmus zustande gekommen ist. Und dass wir beständig Datenspuren hinterlassen, die eben nicht nur zur Profilierung von Personen und zur Ökonomisierung, sondern eben die zur Profilierung von Personen und Prädiktion von Verhalten, also Vorhersage von Verhalten, ständig genutzt werden, ist genauso klar. Ich möchte Sie auch noch mal daran erinnern, dass das Forensische natürlich eine uralte Domäne der Computerkraft ist. Spurenlesen, und was sind Spuren? Spuren sind nicht vollständig, aber zu einem großen Teil Oberflächenphänomene. Und Maschinen sind just das, was in der Entzifferung und Enthüllung dessen, was sich auf der Oberfläche zeigt, uns himmelweit überlegen sind. Ein einfaches Beispiel aus dem Bereich der Digital Humanities. Nein, von jedem von uns, sofern wir selber schreiben. Jeder Autor, ohne es zu wissen, benutzt eine bestimmte Art von Funktionswörter. Wie oft kommt das Wort aber in seinen Texten vor? Wie oft setzt er ein Semikolon etwa ein? Wie oft kommen bestimmte uninteressante alltägliche Wortkombinationen bei einem Auto vor? Das sind scheinbar ganz unentscheidende Phänomene. Sie laufen beim Schreiben unbewusst für den Autor ab. Sie sind niemals beabsichtigt und intendiert. Doch eine Maschine vermag das Unbewusste auf dieser Ebene von Texten so genau zu analysieren, dass der Fingerabdruck sozusagen des Autors erkennbar wird und unter Umständen, wenn es darum geht, anonyme Autorschaften aufzudecken, wenn auch immer nur mit Wahrscheinlichkeit, es gibt da keine Sicherheit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Autorzuschreibungen möglich werden durch forensische Analyse von Texten, also Texte auf einer Oberfläche analysiert, die sich normalerweise im normalen Nutzer- und Textverhalten kaum durch den einzelnen Lesenden realisieren lässt. Das heißt also, wir sehen, dass es gibt einerseits die Kapazität der Maschine in der Dechiffrierung der Oberfläche, in der unsere Produktivkraft der Verflachung ins Ungeahnte gesteigert ist. Und es gibt auf der anderen Seite die Wiederkehr, das hört sich jetzt etwas komisch an, einer Tiefe des Geheimnisses, dessen, was eben nicht, was sich entzieht, was unserer Kontrolle und Macht so entzogen ist, wie das, was im Moment in meinem Rücken ist. Ich selber kann zu diesen Prozessen, die mich sozusagen für die Zukunft interessieren werden, noch nicht sehr viel sagen. Sie sind jetzt eigentlich so auf meiner Forschungsagenda. Aber ich würde gerne schließen mit einer Frage. Ich glaube, es gibt ein wichtiges Band zwischen dem Projekt, es ist immer noch ein Projekt, europäische Aufklärung und der Verschriftung, dieser Art von Verflachung, die Kontrolle über die Gedanken ermöglicht. Also wenn ich meine Gedanken zu Papier bringe, kann ich Gedanken methodisch ordnen, kann Argumente entwickeln, kann andere Argumente prüfen. Es gibt also ein enges Band, wie ich meine, eine enge Liaison zwischen der Idee europäischer Aufklärung und dieser sogenannten Kulturtechnik der Verflachung. Und könnte es nicht sein, dass wir in Anbetracht dessen, dass die ursprüngliche Aufklärung sich auf niedergeschriebene
oder auch mathematisch ausgedrückte Gedankenbezug, also eine Wahrheit, die nicht mehr Offenbarung bleibt oder Zufallsgeschehen genialischer Einsicht, sondern eine Wahrheit, die man mit fast mechanischem Regelbefolgen methodisch produzieren kann. Das ist eigentlich etwas, das sozusagen dem menschlichen Subjekt die Kraft zurückgegeben hat, über seine Gedanken selbst zu bestimmen und den Mut zu haben, sich seines eigenen Denkens und seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und die Frage wäre jetzt auf die digitale Aufklärung, aber das ist ja auch völlig tentativ, denn das ist meine Frage, ist eine digitale Aufklärung in Ergänzung zur klassischen europäischen Aufklärung nötig? Ich glaube also, dass wir lernen müssten, dass so wie ursprünglich es einen Zusammenhang gegeben hat zwischen der Klarheit von Gedanken und ihrer Projektion auf die geschriebene und gedruckte Fläche, ob wir jetzt nicht dazu kommen müssten, zu sagen, wir müssen uns jetzt zur Herrin und zum Herrn der Spuren machen, die wir nicht intentional hinterlassen. Also das ist noch etwas wirr oder ungeordnet, aber mir geht es um diese Idee, dass wenn die Maschine so gut ist, dieses Unbewusste in all unserem Handeln im Netz quasi zu extrahieren und für sich oder für die Firmen, die es benutzen, explizit zu machen, ob wir nicht lernen müssten, uns selbst gegenüber uns selbst zum mündigen Spurenleser zu werden. Also, das ist ja nur eine alte Forderung und nicht gerade neu, selber über die Möglichkeiten unserer Daten, wer darauf Zugriff hat oder wer auch nicht, bestimmen zu können. So, und damit bin ich eigentlich schon am Ende, oh, entschuldigen Sie, und möchte, das geht im, warten Sie. So, jetzt. Ich wollte mich nämlich verabschieden mit einem, also nicht verabschieden, aber den Vortrag, ich hoffe, dass wir noch diskutieren, mit einem Bild von Heinrich Hermes, der übrigens im letzten Jahr leider gestorben ist. Das Bild heißt, Sie werden es wahrscheinlich schlecht lesen können, flache Ideen. Damit danke ich Ihnen für das Zuhören und fände es schön, wenn wir jetzt noch zu einer kritischen Diskussion kommen. Vielen Dank, Sibylle Krämer. Du hast mir vorhin hinter den Kulissen gesagt, dass du wahnsinnig gerne noch ein bisschen mit dem Publikum diskutieren würdest. Und ja. Vielleicht habt ihr ja genau die gleiche Motivation. Deswegen haben wir auch ein Saalmikrofon. Da kommt es angerannt. Vielleicht mal ein bisschen Applaus für unsere helfenden Hände, die wir alle auf der Republika hier haben. Ganz viele Menschen, die freiwillig dafür sorgen, dass ihr die beste Konferenz des Jahres habt. Vielen Dank dafür. So, also Mikrofon ist vorhanden. Eure Fragen jetzt hoffentlich im Hinterkopf. Da ist schon die erste und hier ist die zweite. Fangen wir hier in der Mitte an, bitte. Und hier ruhig der Herr, da schon steht, genau, da hat sich schon so, aber vielleicht kommen Sie ein bisschen entgegen oder kommst du entgegen, ich bleib mal beim Du, das ist ja hier Republika-Style. Ja, wunderbar, vielen Dank für den schönen Vortrag. Wir haben schön gelernt, dass man den Begriff Verflachung nicht negativ, wenn man das werten will, nutzen soll, denn im Prinzip ist das ja das, was auch in der Mathematik klar ist, dass zweidimensionale Zahlenräume gleichmächtig sind mit dreidimensionalen Zahlenräumen. Was ich bei dem Vortrag, also ich habe jetzt viele Anregungen bekommen und fand ihn auch super gut, was ich ein bisschen vermisst habe, ich habe eigentlich erwartet, dass ein bisschen geredet wird darüber, über die, was macht die Digitalisierung mit der analogen Intelligenz, die wir zum Teil noch haben. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen und da gibt es auch eigentlich die These, ich will dich nicht bremsen, aber formulierst du die Frage ein bisschen schneller? Die Frage ist eben, gibt es nicht auch so eine Art Kulturkampf zwischen der zweidimensionalen digitalen Welt und der dreidimensionalen analogen Welt? Und da müssen wir aufpassen, dass wir als dreidimensionale Wesen nicht unterliegen. Ja, danke für die Frage, die ist in der Tat ganz wichtig. Zuerst mal dazu. Immer schon beruht das, ich sage das ganz allgemein, was eine Maschine macht, darauf, dass es letztlich immer auch um eine Interaktion mit dem Menschen geht. Also so viel eine Maschine auch automatisiert,
es bleibt dabei, dass es um ein Wechselspiel geht. Ich will ein ganz kleines Beispiel aus dem Digitalen, das in meinem Alltag ist. Wenn ich heute einen englischen Text schreiben muss, als muttersprachlich Deutsche und nicht besonders Sprachbegabte, ist es für mich ganz klar, dass ich mit dem, ja doch, natürlich darf man das auch erwähnen, dem Google Translator, also den Übersetzungsprogrammen arbeiten, genauso klar ist, dass das nicht darin besteht, dass ich einen Text schreibe und den da ins Übersetzungsprogramm gebe, sondern sobald ich Worte nicht weiß, sobald ich mir unsicher bin, arbeite ich mit der Maschine zusammen, die mir meistens mehrere Optionen gibt und soweit reicht das Sprachgefühl, dass ich dann daraus auswählen kann. Und ich denke, wohlwissend, dass sich die Maschinen immer weiter optimieren, ich sehe das trotzdem als ein gewisses Sinnbild an. Also ich glaube tatsächlich, dass es immer, wenn wir das Verhältnis von Humanen und Mechanischen bestimmen wollen, daran denken müssen, dass es die Idee von Ersetzung oder Substitution, die dann auch so einen Abwehrkampf erzeugen würde, ne? Man hat Angst, ersetzt zu werden, dass ich glaube, dass diese Idee grundlegend falsch ist, dass sie verkennt, zumal wir ja schon immer, ich sagte, wir haben den inneren Computer symbolische Maschinen entwickelt. Das Rechnen, das Schriftliche ist bereits der Computer in uns, lange vor dem wirklichen Computer. Und jetzt nochmal zu Zwei- und Dreidimensionalitäten. Ich sagte ja, meine Geschichte hier ist natürlich sehr einseitig, völlig klar. Immer schon gibt es diese Wechselbezüge von zweidimensionalen und dreidimensionalen. Charles Babbage hat seinen ersten, die analytische Maschine, die erste Computer als Entwurf, natürlich als Entwurf gezeichnet, weil die Feinmechanik seiner Zeit das als Gerät hätte noch nicht physikalisch realisieren können. Ada Lovelace hat ihr Programm zur Entwicklung von Bernoulli-Ziffern als Tabelle entwickelt. Es gab noch gar keine Maschine, aber wir wissen heute, dass dieses erste Programm von Ada Lovelace, deshalb ist sie wirklich die Pionierin der Software, dass das lauffähig ist. Das hat sogar mit Programmiertechniken wie Schleifen und bedingte Verzweigungen und so weiter gearbeitet. Und da war aber immer, ist klar, also Zweidimensionalität und Dreidimensionalität, wir müssen sie als ein interaktives Verhältnis denken. Ich glaube, dass die Idee von Konkurrenz, von Verdrängung, von Überwältigung, der müssen wir entgegensetzen, dass unser Leben, also so wie wir mit dem Rad die Mobilität im Körperlichen entwickelt haben, so haben wir mit der Fläche die Mobilität im Geistigen entwickelt. Und so wie wir mit den Rädern, es ist vielleicht ein bisschen primitiv, aber ich glaube doch, dass es eine Botschaft hat. So wie wir die Räder von der Uhr bis wer weiß wohin integrieren in unser Leben, so wird es auch mit der Fläche sein und sie wird niemals uns okkupieren, sondern das Analoge, wie ich denke, ist überhaupt der Rahmen, in dem das Diskrete und Diskontinuierliche nur arbeitet. Das wäre meine Antwort. Bisschen lang, sorry. Dann kommen wir. So, wir haben noch Platz für eine zweite Frage hier vorne, ja, gleich in der dritten Reihe, oder? Ja, auch von mir vielen Dank für den interessanten Vortrag. Aber ist es nicht gleichzeitig auch so, dass alles, was den Computer eigentlich benutzbarer oder bedienbarer gemacht hat, immer auf Raummetaphern zumindest basiert hat? Der Desktop, darauf sind die Icons, darauf genau. Ist der Papierkorb, das Window ganz wichtig, also ja. Direkt auf kunsthistorische Traditionen auch zurückverweisend. Irgendwie scheinen wir das ja doch noch zu brauchen, dass wir so eine Illusion zumindest von Raumvorstellungen haben. Ja, ich meine, ich könnte darauf eine sehr vielleicht etwas provozierende Antwort geben. Heidegger, der Philosoph Heidegger, dachte, die Zeit, das Wesentliche für den Menschen ist die Zeit. Ne? Kant hat uns gesagt, Raum und Zeit sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Was wäre denn, wenn der Mensch immer dann, wenn er in Orientierungsprobleme kommt, wenn er etwas nicht versteht, wenn er etwas nicht weiß, wenn er etwas sich nicht erklären kann, dass immer in diesen Problemsituationen wir dazu Zuflucht nehmen, uns Zusammenhänge zu verräumlichen und nicht zu verzeitlichen? Das ist mit einem Fragezeichen. Meine These wäre also, dass die Menschen gar nicht wirklich so ein gleichberechtigtes Verhältnis zu Raum und Zeit haben, sondern wir sind eigentlich anthropologisch gesehen Wesen, für die Raumrelationen die entscheidenden Bedingungen sind, wie er sich in komplexen Situationen
orientiert, Raumrelation und Nicht-Zeitrelation. Das ist sehr umstritten. Bergson, zum Beispiel ein Philosoph, der sieht das anders, der sagt, das ist die, wie auch Heidegger, es ist die Zeit. Aber ich glaube, unter kognitiven Gesichtspunkten, nun außer dem Zeit, wir reden nur in Raumkategorien über die Zeit. Ne? Die Zeit geht vorbei. Es gibt ein Zeitfenster, einen Zeitpunkt, einen Zeitraum. Das ist kein Zufall, dass wir, wenn wir über Zeit nachdenken, das immer in der Sprache der Räumlichkeit machen. Deshalb meine These wäre, wir sind eigentlich, wenn es schwierig wird, wenn es hart auf hart kommt, ist der Raum unsere Zufluchtsrelation, nein, unsere Zufluchtsmatrix. Ja, das wäre meine Antwort. Ich sehe, glaube ich, keine weiteren Fragen. Doch, hier vorne in der ersten Reihe noch eine weitere Frage, für die wir noch Raum und Zeit haben. Ja, Frau Krämer, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage zu dem Punkt digitale Aufklärung. Da ja. Hatten Sie schön formuliert, dass wir uns doch selber zu Herrinnen und Herren der Spuren machen, der die Spuren, wir intentional genau, nicht hinterlassen. Wo kommt das Ihrer Meinung nach im Bildungssystem vor und welches Fach könnte da eventuell was zu beitragen? Also ehrlich gesagt ist das bei mir selber, obwohl die eigentlich sehr aufregend ist, die Idee, sich zum Herrn der unserer Spuren zu machen. Für mich war sie aber aufregend, weil sie neu war. Also ich habe ehrlich gesagt darüber noch nicht lange nachgedacht. Und diese ganze Frage digitaler Aufklärung ist für mich noch eine große Terra Incognita oder weiße Tafel, oder wie man das sagen will. Also ich meine, diese Frage ist so elementar. Ich bin auch trotz Smartphone-Gebrauch und Computergames aller Jugendlichen der Meinung, dass dies sehr wohl in den Schulunterricht gehört, bestimmte Fragen. Wenn man mich jetzt fragt, in welches Fach, das ist natürlich schwierig, ne, ob das jetzt Deutsch ist, kann ich so auch gar nicht beurteilen, aber dass es zu einem Schülerwissen wurde, so wie in der Aufklärung zum Schülerwissen wurde, wie man rechnet und auch wie man argumentiert und aufsetzt, das haben wir alle mal gelernt auch, das muss man sagen, das ist gar nicht so natürlich. Ne? Die Gedanken zu disziplinieren, methodisch, ist eins der schwierigsten Dinge, und zwar Descartes, der hat zum ersten Mal davon gesprochen, actiones nostri intellectu, also Handlungen unseres Geistes, und wir sind dabei die Herren. Und jetzt müssten wir das einfach überlegen, ob das in der Schule einfach wir kompetent gemacht werden, diese Probleme, wie man über seine eigenen Datenspuren verfügt, Techniken zu lernen. Ich finde auch, was Tim Berners-Lee macht, diese neue Idee des Internet, bei dem sowieso jeder über seine Daten verfügt, finde ich auch irgendwie spannend. Als technische Innovation. Ne? Ja, danke für die Einschätzung. Eine kurze Frage hinterher, wenn gestartet ist. Und zwar, Sie haben an verschiedenen Stellen mit Informatikerinnen und Informatikern auch zusammengearbeitet. Könnten Sie die Rolle der Informatik in der Schule vor diesem Hintergrund einmal Also das kurz Schlimme einordnen? Ist, die sehen Sie mal, es gibt ein Josef-Weizenbaum-Institut hier. Ich habe sogar dann die Ehre, da mal vortragen zu dürfen. Aber wissen Sie, dass in die allen für viele Millionen finanzierten Projekte in diesem Institut kein geisteswissenschaftliches gibt? Da gibt es nichts, was mal über Josef Weizenbaum nachdenkt und welche Rolle, ich weiß noch, ich meine, ich bin jetzt 68, der war mal unser King, weil der mit seinem Programm ELIZA und seiner Kritik an diesen frühen Formen, wie soll man das sagen, künstlicher, technischer Intelligenz für uns als Informatikinteressierte wegweisend waren. Selbst davon ist heute in einem Institut, das seinen Namen trägt, so gut wie nichts mehr präsent. Also, und ich sehe mit Sorgen, es werden Millionen Programme zur Förderung der Digitalisierung aufgelegt. Und die gehen alle hinein in Professuren oder so. Es gibt schon gar nicht mehr so viele qualifizierte Informatiker, die sozusagen hartlinig und straight die Informatik als Wirtschaftskompetenz und Innovationsturbine und Turbator und Innovationsinkubator und weiß der Himmel was entwickeln. Und die Reflexion, was ist denn Digitalisierung und was hat das mit dem Alphabet zu tun? Und wenn es eine alphabetische Literalität gibt, gibt es jetzt auch eine digitale Literalität? Und was müssten Schulen machen,
um diese digitale Literalität herzustellen, so wie vor Hunderten von Jahren die, wie soll man das sagen, die Buchliteralität, die alphabetische Literalität. Ich finde schon, dass die Schulen gefragt sind, auch die Gesellschaft ist gefragt. Nur die Informatik driftet natürlich ab in den segensreichen Förderungen von Millionen, die einfach die Erfindungen der Wirtschaft, der großen Firmen finanzieren. Also Sie merken schon, Reflexion und geisteswissenschaftliches Abstand nehmen zu dem, was da geschieht. Also das ist wieder räumlich. Ich glaube, wir können nur denken unter Bedingungen von Verlangsamung und Abstandnahme. Und Sie wissen genau, dass Digitalisierung Beschleunigung und Immersion ist. Und wie man das hinkriegt, dass wir wieder lernen, auch mir, warum gucke ich denn 10-mal in mein E-Mail-Programm? Ich weiß doch genau, dass ich das nicht sollte und dass es kognitiv-psychologisch besser ist. Ich lasse das. Aber dagegen anzukämpfen, kostet mich so viel, dass ich lieber mal sage, schneller klick und guckst doch was Wichtiges, ist schon antworte ich wieder. Irgendwo, wo ich mich eigentlich hätte lieber konzentrieren sollen. Aber das sind ganz schwierige Fragen. Aber meine Sorge ist, dass sie im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein die Problematik solcher Fragen noch nicht wirklich angekommen ist. Ich klebe an deinen Lippen, aber wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich sage erstmal herzlichen Dank und einen großen Applaus nochmal für Sibylle Krämer. Ich glaube, dass...